Trotzdem werde ich erstmal ein bisschen in der Nähe ein bisschen rumlooten, weil ich eben noch so nicht so das Zeitgefühl habe hier in dem Spiel. Wow, 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 wow. Gib gebe mir... Ja, son of a bitch. Wer hier was son of a bitch ist. Die halten auf jeden Fall eine Menge aus, die Viecher. Genau. Können wir mal mitzählen, das waren 2 Pfeile. Ach so, ja, das geht ja noch. 3 Pfeile, na. Das ist ja entspannt. Ich dachte, der frisst jetzt mal 10 Pfeile oder so. Vorschlag haben wir. Tada! Nee, weil ich hatte das nämlich, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich schon mal 10 Minuten gespielt hatte. Da gibt es sicher guten Loot, ja. Nein. Man konnte es ja nicht wissen, ja, ich auch nicht. Aber was wollte ich sagen? Achso, ich hatte ja schon mal 10 Minuten angespielt. Und da hatte ich keine gute Waffe, da hatte ich überhaupt gar keine Waffe. Und dann habe ich dann den generischen NPC, habe ich dann durch ein Minenfeld gejagt von so einem Military Camp. Und da hat er, glaube ich, ich glaube zwei oder drei Minen gebraucht, um überhaupt zu verrecken. Da dachte ich mir, scheiße, den wirst du mit Pfeil und Bogen sicherlich auch nicht niederkriegen, aber so 3 Pfeile, das geht ja wohl. Gebrochenes Bein? Ja, habe ich. Hat er mir schön mit dem Hammer eben mal das Bein gebrochen, die Sau. Dafür bin ich nachher zu Hause. Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Stoff, was ich nicht habe. Müssen wir ein bisschen Baumwolle einsammeln. Können wir gleich mal machen. Ach, ist ja gut. Wenn du es unbedingt willst. Tati-Team. Müsste man auch nochmal nachschlagen, was Tati bedeutet. Bummelig 10 Pfeile. Nicht so prall. Ah, natürlich nicht, wenn man so schießt, dann sowieso. So, nischt. Ach ja. Aber 3 Pfeile geht ja dann noch. Obwohl ich nachher bekommen die garantiert noch ein paar Waffen dazu. Ich weiß aber auch nicht, wovon das abhängig ist. Ob das vom Spielerlevel abhängig ist oder ob das tatsächlich von der Location her abhängig ist. Ich denke mal eher vom Spielerlevel. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also wenn es fair ist, dann wäre es ein Spielerlevel. Aber wenn du nachher selber Schusswaffen hast, dann wäre es ja auch nur fair, wenn die Gegner dann auch Schusswaffen haben. Mein Gott. So, jetzt mal gleich nach Hause. Müssen sowieso erstmal... gleich verarzten. Achso. Naja, aber jagen muss ich auf jeden Fall auch noch, weil wir brauchen Leder. Wir brauchen Leder für eine Forge. Beziehungsweise für den Blasebalg und dann für die Forge. Eben ist, glaube ich, schnell gefunden. Ist das Eisen hier? Ach, Blei. Aber ich sag ja, Blei sieht jetzt aus wie Eisen. Das ist ein bisschen... Also zumindest hier in der Mod. So, dann haben wir hier unser Zuhause. Mal ein bisschen Holz organisieren. Ressourcen sind schon in der Nähe, das ist gar nicht verkehrt. Aber wie ich schon sagte, ich habe das echt im Gefühl, dass die NPCs, dass die uns hier überfallen. Wie eine Art Wanderhorde, nur eben dann halt als NPC.
Also hier werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge Pfeile bzw. nachher auch Bolzen verbraten. Obwohl wir nachher sicherlich dann auch noch wesentlich mehr und bessere Waffen haben werden. Vielleicht nicht so dramatisch. Oh, da sind noch ein paar Zombies. Verbranntes Biom. Das dauert alles so lange am Anfang. Das ist immer tatsächlich ein bisschen nervig am Anfang. Das müsste eigentlich so ein bisschen umgekehrt sein. Am Anfang müsste es eigentlich ein bisschen schneller gehen. Dass du es am Anfang ein bisschen einfacher hast abzubauen nachher und dann nachher, dass es im späteren Verlauf nachher ein bisschen schwerer wird. Oder was heißt schwerer wird, aber dass es so ein bisschen ausbalanciert ist. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holzloot und ein bisschen Stein, damit wir uns gleich noch ein paar mehr Pfeile herstellen können. Und wie gesagt, wir brauchen Leder. Damit wir uns ein paar Waffen herstellen können, also ein paar Eisensachen herstellen können. Tierfalle wäre auch mal nicht verkehrt. Da brauchen wir allerdings Gras, glaube ich, war das, ne? War das nicht Gras? Grasholz? Ich dachte, ich sammle hier mal eben ein paar Federn auf, aber... Oh ne, warte mal. Wir haben ja... Bögen. Wie schon? Wie schon? Ja. Oh, ein Spike Club, den nehmen wir doch mal mit. Was kann ich denn dafür mal da lassen? Ich lasse mal die Brille da. Aber ein Spike Club nehme ich mit. Ah ne, das ist ein Barb Club, ne? Ach da. Also richtig viele Sachen haben die nicht dabei. Ach komm, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich habe momentan eh nicht so viele Pfeile. Ah, was haben wir jetzt überhaupt an Holz? 248, das ist auch nicht so wirklich viel. Da. Rabklapp. Sah es aus der Distanz sah das ein bisschen aus wie ein Spike Club, aber naja, gut. Ich werde erstmal reingehen und erstmal ein bisschen aussortieren. Echt zum Bersten voll mit all den ganzen Krams hier. Bandage brauche ich, ja, Heilung, ja, gut, brauche ich auch noch, aber. Nicht so dramatisch. Ich will hoffen, dass hier drin noch alles ruhig ist. Na. So. Na. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das ist mit NPCs, ob die sich zum Beispiel entgegensetzt den Zombies. Die Zombies kommen hier oben ja nicht durch, aber ob da NPCs durchkommen, ist ja die Frage. Die sich durchschießen, durchsprengen, durchklopfen können oder so, das könnte sich nachher auch ein bisschen schwierig gestalten, das Ganze. So, Klamotten kommen erstmal hier rein. Stoff. Packen wir erstmal hier rein. Ja, so viel richtig Platz haben wir ja auch gar nicht. Ich würde fast sagen, dass wir hier nochmal eine Batterie an Kisten hinsetzen. Weil ich glaube, sonst wird das hier nichts. Gesicherte Truhe. Da machen wir vielleicht mal gleich 6 Stück von.
Ja, ich weiß, ich hab Hunger. Jo, da vielleicht. Also und trinken erstmal rein. Essen, trinken, zack, das kann rein, Aloe Vera, ja komm, scheiß drauf, packen wir auch mal rein. Das packen wir rein, weil wir das nachher zum Angeln brauchen. Das packen wir rein. Sonst haben wir, glaube ich, alles. Crafting-Material können wir hier erstmal reinschmeißen. Dann machen wir gleich hier was draus. Schatzkarte schmeißen wir rein, Titan schmeißen wir rein. Das brauchen wir gleich noch. Anglerblei, das packen wir mal hier mit rein, weil hier auch die Maden mit drin sind. Ist ein bisschen blöde, aber das sortieren wir später. Naja, eh. So, jetzt. So, erstmal hier alles rein, damit wir ein bisschen Platz haben hier. So, Rezepte. Dann haben wir Stofffetzen. Schwupp, schwupp. So, das da rein. Das auch da rein. Hörst du schon draußen überall? Das ist in Ordnung. Das müssen wir gleich reparieren. 120 Steine ist jetzt auch nicht so der Brüller. Aber ich sag ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir eine Forge kriegen. Apropos Forge, haben wir hier irgendwo. Haben wir doch sicherlich. Auch Leder. Können wir das nicht auch mal. Leder, das könnten wir tatsächlich scrappen. Können wir das nicht scrappen? Das nehmen wir auch mal kurz mit. Was haben wir hier noch drin? Hatten wir. Doch, da haben wir ein bisschen Leder. Da haben wir ein bisschen Leder, haben wir da. Pass mal auf, dann nehmen wir auch gleich mal die Munition mal mit und die Waffenteile generell. Machen wir hier gleich mal eine Waffenkiste oder sowas fertig. 1, 2, 3, 4. Also das packen wir mit rein. Da waren Öse noch mit drin. Schwarzpulver. Ja, gut, das müssen wir eh herstellen. Bob. Waffenteile. So, und wir brauchen dann ja auch noch Duct Tape. Duct Tape hatte ich auch irgendwo gesehen, genau. Rezepte. Und dann haben wir eine Schiene. Schiene? Gras brauchen wir noch. Achso, alles klar. Gras, Holz und Stofffetzen. Also kein Duct Tape, das ist schon mal gut. Naja, gut. Gras brauchen wir noch ein bisschen. Zwischenzeit haben wir anscheinend noch. Hoffe ich. Bisschen Gras. Das war kein Gras. Haben wir hier nirgends Gras? Wollt ihr mich verarschen? Na, holen wir uns halt vorne ein bisschen Gras. Na. Ah, Stamina ist wieder im Moas. Was ich auch ganz cool finde, dass es überall mal so kleine Kartoffelpflanzen gibt. Das finde ich auch echt nett. Du bist ja nicht immer darauf angewiesen, dass du da irgendwo mal so eine Pflanze oder so ein Saatgut findest. Finde ich irgendwo auch ein bisschen affig, weil ganz ehrlich. Wenn du tatsächlich hier so eine Apokalypse hättest, dann behaupte ich mal, dass irgendwo garantiert irgendwo so eine Pflanze wachsen würde. Irgendwo garantiert. Da wärst du nicht darauf angewiesen, dass du irgendwo eine einzelne Kartoffel findest oder sonst sowas. Nicht ein bisschen affig.
Aber na gut, das ist natürlich alles Strategie der Funpimps. Die sagen natürlich auch so, wir wollen die Spieler natürlich zwingen, rauszugehen. Und nicht, dass sie innerhalb von einem Tag alles finden, was sie brauchen und dann letztendlich nur noch Anpflanzen brauchen und ja, dass sie dann einfach nicht mehr raus müssen. Kann ich verstehen, aber naja. Ich glaube, das könnte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen. Habe ich. 92, ja. Kann man vielleicht mal das eine oder andere bauen. Ich will vielleicht auch mal so eine Tierfalle mal bauen. Allerdings weiß ich natürlich auch nicht, für welche Tiergrößen diese Tierfallen sind. Ob das nur für die kleineren Tiere ist oder tatsächlich auch für die größeren. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal eher, das wird höchstens für die Hasen bzw. für die Hühnchen sein. Alles andere wird mich dann doch sehr überraschen. So, hier noch ein bisschen Gras. Werden uns erstmal wieder reinbegeben. Auf hier vorne noch ein bisschen mitnehmen. Soll dann auch erstmal reichen. Muss reichen. Ah, okay, super. Können wir erstmal wieder ein bisschen craften. Ich glaube, für eine Forge wird es noch nicht reichen oder für ein Bellow. Dafür haben wir einfach zu wenig. Deshalb müssen wir halt sehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Ressourcen. Holz, Stein, Gras. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Leder. Das sind jetzt erstmal so die großen. Damit wir hier auch mal ein bisschen was gecraftet kriegen. Gerade die Forge ist mega wichtig. Aber wem erzähle ich das? Ihr wisst es ja auch. Jo, was hatte ich jetzt vor? Ich wollte mir eine Schiene machen. Eine Schiene. Jo. So, die Schiene haben wir. Was zu essen brauchen wir? Wir bräuchten dafür eigentlich, ja, wir kochen könnten was. Ich finde es aber ein bisschen blöde, wenn wir das kochen, das Fleisch. Vielleicht sollten wir es erstmal am Stock braten oder sowas. Haben wir da für Möglichkeiten? Wir haben ja sowieso nur dreimal Fleisch. Von daher, oh, warte mal. Na, ich glaube aber nicht, dass wir, na, wir gucken mal. Gebackene Kartoffel können wir machen. Können wir noch nicht, weil wir dann einen Kochgrill brauchen. Da brauchen wir auch einen Grill für. Dafür brauchen wir einen Kochtopf. Das ist sehr gut. Einmal Fleisch, zweimal Ei. Das geht sogar direkt auf. Das ist fein. Dann machen wir uns gleich mal ein bisschen Egg and Bags. Egg and Bags, ja. Bacon and Eggs, wollte ich sagen. Egg and Bags. Oh, was haben wir hier denn noch? Apple Pie. Das heißt, es gibt auch Äpfel, logischerweise. Dafür brauchen wir Flour. Also auf jeden Fall Mehl, Bowl of Water brauchen wir da, Tierfett, Apple, Tierfett, naja, gut, okay. Sonst nimmst du Margarine, gut, okay. Blueberry Pancakes, auch relativ günstig, aber ich weiß immer noch nicht, was better ist. Können wir das nicht, warte mal, ich suche das mal hier, ob wir das hier vielleicht irgendwie finden, better, was ein better ist. Large Battery, Bleibatterie. Better ist Bowl of Water, Flour und Ei. Kann das sein, dass das... Ja, ich dachte eben so ein bisschen an Hefe, aber ich glaube, das... Nee, macht ja keinen Sinn. So, so geschient haben wir, das ist alles gut. Was machen wir jetzt Schönes? Wir brauchen auf jeden Fall einen Bellow. Einen Blasbalg. Dafür brauchen wir Leder. Leder können wir aber noch nicht herstellen. Wir brauchen ein kurzes Eisenrohr, das hätten wir. Wir können mal schauen unter den Skills, ob wir vielleicht Leder schon freischalten können. Glaube ich aber nicht, dass wir das schon können. Doch Leder gerben können wir schon. Das ist gut. Leder Leather Stripes kaufen wir.
Das ist gut, dann können wir das nämlich schon mal benutzen. Und irgendwo hatten wir, glaube ich, sogar, wenn ich mich jetzt nicht irre, hatten wir, glaube ich, sogar irgendwo. Achso, ich dachte, ich hätte ein Zombie rum will dann hören. Siehst du, und da haben wir nämlich dann auch ein Eisenrohr. Das ist fein. Da können wir nämlich zumindest schon mal ein Bello draus herstellen. Bello. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen Holz. Haben wir genug Leder? Also gut, müssen wir natürlich noch ummünzen. Also Leder, Leder, Leder brauchen wir. Ach, wieder spezielles Material für. Feuer, Leder, darunter, darunter. Wo brauche ich ein Feuer für? Oder mit dem Hammer? Okay. Kannst du auch in die Ledersofas zacken? Ja, das, ja, auch. Aber ich wollte trotzdem mal gucken, wie das mit dem Leder hier ist. Sonst hole ich mir tatsächlich gleich das Leder von. Aber es muss ja auch so irgendwie gehen. Ich dachte, ich hätte es jetzt freigeschaltet. Deswegen gucke ich da so blöde. Was, können wir auch Pizza machen? Oder habe ich mich gerade verguckt? Fischpie. Achso, es sah aus wie Pizza. Das ist aber halt so ein Fischding. Mhm. Das muss ich ja, ich meine, so geil wie Mods auch immer sind. Ne? Ich meine, da sind ein paar Sachen, die sind immer ein bisschen logischer, ein bisschen realistischer. Finde ich an sich auch ganz gut. Was ich dann nur mal merkwürdig finde, ist bei solchen Mods, wenn du dann sowas hast wie, gut, Fischpie kann ich mir noch, ist okay. Blueberry Pancakes vielleicht auch noch, aber es sind dann immer so ein paar Sachen, ach ja, auch. Ich meine, hier ist es noch nicht so übertrieben, aber es gibt tatsächlich Mods, da, wo das wirklich übertrieben ist. Da denkst du mal, ey, realistischer ist das auf keinen Fall. Da gibt es ja Leute, die es unrealistisch finden, wenn irgendwo ein Airdrop runterfällt, hast aber dann irgendwelche Rezepte hier drin, wo du denkst, ey, so ganz realistisch ist es aber auch nicht. Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Okay. Gut, wir holen uns das gleich das Leder von unten, aber ich, hatte ich das nicht eben freigeschaltet? Da ist Leder. Kochen. Da brauche ich Tierfett für. Alles klar. Da ist aus Tierfett. Tierfett und Tierhaut, da mache ich nachher Leder draus. Okay. Dann wissen wir das ja auch, weil wir müssen es ja fürs nächste Mal wissen. Wir müssen ja irgendwann mal auch mal richtig Leder herstellen. Müssen wir nicht, wenn wir vielleicht genug Locations finden, wo wir uns einfach Leder abbauen können. In Ordnung. So, machen wir erstmal den. Reparieren. Ups. Nein. So, da haben wir auch. Da sind auf jeden Fall Zombies draußen unterwegs. Moin Red Moon. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder reinguckst. Jo, da haben wir die Sofas. Da war nichts Ledriges mehr dabei. Hier auch nichts. Da auch nicht. Hier oben war, glaube ich, auch nichts an Leder, ne? Du. Hier bin ich mir gar nicht so sicher. Na, wenigstens viermal Leder. Wollte ich doch schon sagen. Also wenn wir da kein Leder rauskriegen, dann weiß ich auch nicht. Okay, wie viel Leder haben wir denn jetzt? 14 mal Leder. Wie viel brauchten wir? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bello. Blasebalg reicht immer noch nicht, weil wir 20 brauchen. Natürlich. Natürlich. Und war ja auch nicht mehr, ne? Können höchstens noch mal in die anderen Häuser reingehen. Dafür sehe ich mich zu wenig. Ah, eine Kerze können wir uns auch nicht herstellen. Da brauchen wir sicherlich auch wieder Tierfett für, beziehungsweise dieses Talgzeugs. Ah, gut, am Anfang kann man ja sowieso nichts erwarten. Ja, sonst müssen wir tatsächlich nächsten Tag mal schauen, dass wir nächsten Tag mal ein bisschen Leder organisieren aus den anderen Häusern oder aus den umliegenden Häusern.
Da kriegen wir nur Stoff raus höchstens. Hier ist auch noch irgendwo was. Müssen wir mal sehen, dass wir noch was zu essen kriegen. Was zu essen kriegen? Hier, erstmal was reinpfeifen. Ja, wunderbar. Sehr schön. So, dann haben wir da auch mal ein bisschen was geschafft. Jucke haben wir jetzt auch noch nicht so viel, dass wir uns da gut was zu trinken rausholen können. Ich würde sagen, wir sortieren sowieso erstmal ein bisschen um. Also der ganze Schmodder hier mal wegkommt. Lederstiefel scrappen. Ja, das hatte ich ja gerade eben versucht, das ging irgendwie nicht. Ich gucke mir das gleich nochmal an, aber ich glaube, das ging aus irgendwelchen Gründen ging das nicht. Ja, das ist auch Müll. Haben wir da eigentlich schon reingeguckt? Tatsächlich noch nicht. Oh, Lederstiefel dran. Wir gucken uns das gleich nochmal an, aber ich glaube, das ging nicht. Warum auch immer. Ich muss das mal kurz aussortieren. Ah, so, dann packen wir das mal rein. Lockpick schmeißen wir. Ja, wohl Lockpick. Können wir immer nochmal gebrauchen, das ist ja das. So, da kommen wir Essenszeug rein. Kommt das rein, das rein. Ach, das sind Snowberries. Ich dachte, okay, ich dachte, ich Heidelbeeren. Ich wollte eigentlich mal geguckt haben, was ich mit Heidelbeeren machen kann. Achso, das waren die Heidelbeeren. Okay, alles klar. Hey, komme ich immer noch nicht drüber hinaus hier. Hier, Nachtsichtbrille mit Blaubeeren. Naja. Oh, Mann. Ach. So, das packen wir noch rein. Die Maden packen wir hier noch rein. Dann haben wir das Crafting-Zeugs. Das packen wir hier nochmal alles rein. Das lassen wir nochmal drin. Das lassen wir drin. Kochpot können wir da mit reinschmeißen. Tierfett schmeißen wir hier mit rein. Waffenzeug. Da wollen wir noch gleich die Feder machen. Deswegen lassen wir die. Tun wir nochmal das rein, das rein. Das rein. Was war das jetzt noch? Zum Brot machen, beziehungsweise um Alkohol herzustellen. Ist das wie, was steht da? Instant Yeast? Weiß auch nicht, was Yeast ist. Fast Acting Yeast. Hm. Na gut. So, da ist das immer drin. Da kommt das rein. Das behalten wir am Mann. Die Klamotten packen wir nach vorne. Packen wir nämlich hier hin. Das rein. Crafting-Zeugs, wie gesagt, das kommt hier rein. Ah, packen wir jetzt mal alles da rein. Größtenteils. So. Hefe, ja, natürlich. Cheery, schönen guten Abend. Scrippen geht bei der Mod nicht, oder? Ich probier's aus. Also eben ging's nicht. So, wir haben jetzt hier mal die Stiefel. Zerlegen, jetzt geht's. Das kann wahrscheinlich sein, dass es, dass ich tatsächlich dafür erstmal den Skill erstmal haben musste. Den hatte ich vorher nicht, deswegen ging's wahrscheinlich auch nicht. So, wo hatte ich jetzt die Stiefel reingepackt? Wo hatte ich denn jetzt noch die Stiefel? Da habe ich wieder die Stiefel irgendwo hingepackt. Hä, wo habe ich jetzt die Stiefel hingepackt? Ich hätte doch noch so viele Stiefel. Ach, hier. Kann ich mal nicht gleich alles einsammeln und hier mal aussortieren. So, hier kommt noch mal Futterzeugs rein. Das hatte ich da, das hatte ich hier. Das hatte ich hier zum Craften. Hatte ich ja auch Eisen drin. Yo, hatte ich hier drin. Klamotten kommen gleich nach vorne. Das packen wir erstmal hier alles rein. Leder, das können wir eigentlich gleich nochmal am Mann behalten. Klamotten, das kommen wir nach vorne. So, das können wir dann mal wenigstens mal wegscrappen. Liegen. Aber wie gesagt, das geht erst, seitdem ich einen Skill habe. Lederkerben. Definitiv. Vorher ging es nicht. Ist das nicht die Käfermod? Was für eine Käfermod? Das ist also die Darkness Falls Mod ist das.
So, gerade mal 23 Leder. Das ist natürlich super. Da müsste ich jetzt mal gucken, dass wir hier den Bello endlich craften können. Den werden wir noch nicht craften können, weil ich wahrscheinlich wieder alles wegsortiert habe. Ja, da muss ich mal das Eisenrohr holen. Halt. Eisenrohr müsste eigentlich hier drin sein. Yep. So, jetzt dürfte es aber endlich mal gehen. So. Das Balk habe ich aber noch nicht gelernt, sehe ich gerade. Ganz toll. Scheiße. Niest. So, Farbe packe ich da mal rein. So, da mal rein. Pfeile brauchen wir auf jeden Fall. Pfeile. Auf jeden Fall Pfeile. Die Mod mit den ganzen Insekten und Bienen etc. Habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Die heißt aber ja sicherlich nicht Käfermod, oder? Die hat ja sicherlich einen anderen Namen. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, ich wollte gucken wegen Blasebalg. Blasebalg. Zum Glück habe ich noch genug Punkte. Forge eingeben, habe ich schon. So, Advanced Forge. Advanced Forge. Ach ja, wegen Stahl, richtig. Okay. So, habe ich jetzt schon wieder alles wegsortiert? Nee, also das habe ich noch, das habe ich noch. Das sollte passen. So, Rezepte, Blasebalg. So, und ja, haben wir. So, Brille nach vorne. Das packe ich auch erstmal rein, glaube ich. Das brauchen wir erstmal nicht, hier den ganzen Schmodder. Nee, da brauchen wir erstmal nicht, mal auch die Rohre nicht. Schwupps, schwupps. Pfeile brauchen wir noch. Ob ich schon in der Wüste gewesen bin? Wir hatten gerade... Nee, das war die Steppe hier. Da in der Steppe. In der Wüste war ich hier noch nicht. Nein, ich habe hier noch kein Wüstenbiom gefunden. Okay, so, schauen wir mal. Was können wir herstellen an Pfeilen? Wir brauchen erstmal Sharbrock, Sticks und Federn. Wir haben insgesamt 207 Federn, also können wir auch 207 Sharp Rocks herstellen. Können wir nicht, weil wir nur 119 Steine haben. Wobei, wir haben ja mal zwei. Ich glaube, man kriegt immer aus einem Stein zwei Sharp Rocks raus. Rezepte, Sharp Rocks. Hier steht nur... War das nicht so? Zwei Sharp Rocks? Doch, sieht man ja. 119 hatten wir, 118 haben wir jetzt. Zwei Sharp Rocks haben wir jetzt. Ja, das heißt 103, 104. 104. Können wir uns wenigstens ein paar Pfeile machen. Holz sollten wir eigentlich genug haben. Also nein, dann viel Spaß. Okay, Joachim, ich glaube, dann weißt du schon mehr als wir. Also die Wüste ist unangenehm, ja? Okay, verstehe. Ich sehe den Pfahl. Den fetten Pfahl. Ja, müssen wir mal gucken. Ich war aber so schon so relativ heftig, muss ich sagen. Und zwar vertragen die Zombies nicht so viel, wie ich ja schon sagte. Aber es sind halt dafür viele Zombies. Und dann kommen noch die NPCs noch dazu. Plus ein paar Radioaktive natürlich noch. So, der Bello ist fertig. Wir machen uns aber erstmal ein paar Pfeile. Tschup, tschup. So, dann haben wir wieder 207 Pfeile. Das ist schick. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Blasebalg, eine Schmiede. Dafür brauchen wir nochmal Lehm. Das können wir jetzt komplett abholen. Ein kurzes Rohr müssen wir uns nochmal mitnehmen. Und wir brauchen noch ein paar Steine.
Sombüra und Helly sind in der Wüste gestartet. Mann, oh Mann. Okay. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, den Kram lassen wir auch erstmal wieder hier. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das lassen wir hier. Sticks lassen wir hier. Lockpick nehmen wir mit. Die Pfeile nehmen wir mit. Steinholz lassen wir erstmal auch hier. Dann haben wir, wie gesagt, ein bisschen Platz im Inventar. Das ist in Ordnung. Ein paar Steine. Na gut, ein paar Steine sollen wir vielleicht zum Reparieren noch mitnehmen. Obwohl, wir könnten natürlich auch erstmal eine Axt erstmal herstellen, eine neue. Rezepte. Steinaxt. Das habe ich doch nur Spiel vergessen. Ich habe Gras vergessen. So, Rezepte. Stone Spear. Ich werde mal einen herstellen. Mal gucken, ob es der Speer irgendwas bringt oder ob der. Na gut, der wird auf Distanz natürlich besser sein, ob wir den nur werfen können oder ob wir den nachher wieder einsammeln können. Schauen wir mal. Aber Joachim, hatten die denn auch A Darkness Falls gespielt? Ja, ne? Oder haben die eine andere Mod gespielt? Oder war das diese Käfer-Mod? Oder war das Starvation? Oder war das Ravenhearst? Haben wir die Nacht auch ganz gut rumgekriegt. So, Steine nehmen wir noch mit, hatte ich ja gesagt. Lockpick nehmen wir mit. Und dann werde ich jetzt wohl mal jagen gehen. Jagen? Wüste? Mal gucken, vielleicht finden wir spontan eine Wüste. Darkness Falls, okay. Na, bin ich mal gespannt. Noch nicht spoilern, bitte. Also, ich lasse mich dann gerne überraschen. Aber wahrscheinlich hättest du es mir eh nicht verraten. Allein um mein Gesicht daher zu sehen. Wahrscheinlich so. Gut. Ich würde doch glatt mal sagen. So, da hatten wir Titan. Da war mal so Schneebiom hier unten. Ich würde mal sagen, wir gehen mal so in diese Richtung. Brauchen sowieso noch was zu essen, was zu trinken. Gläser habe ich jetzt nicht mitgenommen. Das war doof, aber wir nehmen mal schnell Gläser mit. Für den Fall, dass wir ein Gewässer finden, dann können wir wenigstens gleich auffüllen. Würde, glaube ich, Sinn machen. Dann erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Könnten uns natürlich noch ein Bier reinpfeifen, aber nee. Nein, Überraschung soll ja bleiben. Nee, definitiv. Aber wenn du schon so anfängst, dann wird das sicherlich nichts Gutes sein. Das wird sicherlich für mich kein Schlaraffenland werden. Du weißt doch, Zuschauer sind Sadisten. Ja. Ich kenne das nicht anders, aber ganz ehrlich, mir geht das ja auch nicht anders. Kommt aber auch auf die Situation so ein bisschen auch drauf an. Also wenn ihr zum Beispiel Gronkh mal spielt oder ich mal bei Pandoria zuschaue oder bei irgendwelchen anderen, ja, da bist du so ein bisschen freuen. Ja, freuen würde ich das vielleicht auch nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen lustig findet man das dann doch. So. Obwohl, da muss ich ja echt sagen, da habe ich echt Respekt vor Gronkh. Ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es auch nur, ja, vielleicht täusche ich mich da auch nur. Aber eigentlich hat er so in den meisten Spielen oder in vielen Spielen, weiß er eigentlich auch mal relativ gut Bescheid. Also man sieht, er spielt natürlich auch mal zum Test, so wie ich das auch manchmal mache. Aber man hat so manchmal auch so das Gefühl, dass er auch wirklich spontan auch das Richtige tut. Aber ich kann mich auch täuschen davon. So, ich wollte mir noch mal ein. Achso, sind wir noch nicht fertig, okay. Ich wollte mal den Speer mal ausprobieren. Muss echt mal ein bisschen nach vorne schauen. Ich finde das so cool mit den NPCs irgendwie. Wo wollte ich überhaupt hin? Ich wollte noch da. Echt mal sehen, dass wir hier mal ein bisschen was zu trinken organisiert kriegen. Was? Ach so, ein Kriecher. Ich wollte schon sagen, kommt das Geknurre plötzlich hier.
Aber die Zombies lasse ich mal vorbeilatschen. Wenn wir den Tag mal ein bisschen nutzen. Noch ein bisschen Fleisch organisieren. Man sieht in dem Licht kaum was, muss ich sagen. Ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, ob das Starvation war. Ich glaube, es war Starvation. Wo man durch die Wüste gelaufen ist und da gab es dann gleich irgendwie wie Tiger und Panther oder irgendwie so. Ich glaube, Tiger waren das. Da ist ein Hirsch. Bleiben wir gleich stehen, du Vieh. Scheiße. Ah, läuft das Vieh weg, du. Oh, den muss ich doch getroffen haben. Das verblute. Na, geht doch. Ach so, Lehm brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Stein und ja, ich hauptsächlich Stein und Lehm. Also Stein für die Schaufel und ja, dann müssen wir halt Lehm organisieren. Ja. Hätten wir euch krass dabei oder hätte ich das zu Hause gelassen? Wahrscheinlich habe ich das zu Hause gelassen, ne? Jo. In die Richtung wollte ich, na okay. Chopstones hatten wir nicht mehr, ne? So, das ist 50. Die können wir, glaube ich, mal einäschern hier, zerlegen. Und dann machen wir uns gleich mal einen Chopstone draus. Sobstone. Steinschaufel. Brauche ich doch nur einen kleinen Stein. Brauche nur ein bisschen Gras und Holz. Okay. Ein bisschen Gras und Holz. Na.